Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Um rauszukriegen, wofür die drei Buchstaben DHL stehen, habe ich zuerst mal unseren Postboten gefragt. Der wusste allerdings nur eins, es hat weder mit Logistik und erst recht nichts mit Logik zu tun und das D steht auch nicht für Deutsch. Na prima. Mr. Postman hatte aber die Ahnung, dass es wohl die Anfangsbuchstaben von drei Namen sein sollen. Volltreffer, genau so ist es. DHL ist ursprünglich ein amerikanisches Unternehmen, bevor es von der Deutschen Post geschluckt wurde. Gegründet wurde es 1969 von Adrian Delsey, Larry Hillblum und Robert Lynn. DHL. Ja, und unser Postbote wird sicher glücklich sein, wenn er jetzt erfährt, für wen er eigentlich arbeitet. Radio SAW deckt auf. Gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.